Also zum Schauspielberuf gekommen bin ich schon von Kindheit an, weil ich in einer Theaterfamilie groß geworden bin. Mein Vater war Schauspieler, meine Mutter Kostümbildnerin. Insofern bin ich in Probenräumen, hinter Kulissen, in Theaterkantinen groß geworden, habe da große Teile meiner Kindheit verbracht. Und diese ganze Theaterwelt, diese ganze Philosophie, diese ganze Mentalität, die damit verbunden ist, die habe ich dadurch von Anfang an mitbekommen. Und deshalb war für mich nie eine Frage, irgendwas anderes zu machen, als die darstellende Kunst zu nutzen, um Geschichten zu erzählen. Sehr kurzfristig on the go. Also ich lerne Texte immer sehr kurzfristig. Ich benutze wirklich die Proben, es sei denn, es ist jetzt für ein Casting oder für einen Dreh, wo es keine Probenzeit gibt, dann lerne ich ihn zu Hause. Gedreht habe ich noch nichts. Ich war beruflich hier auf der Bavaria für Castingtermine und um mich mit Produzenten zu treffen. Gedreht habe ich in der Bavaria leider wirklich noch nichts. Würde ich sehr gerne mal machen, weil ich auch dieses Studiogelände gerne näher kennenlernen würde. Ansonsten habe ich mich ein bisschen umgeschaut, war heute im Boot drin, was ja, ich glaube, die berühmteste Filmkulisse Deutschlands ist. Oder zumindest eine davon. Ich würde fast sagen, die berühmteste.